Okay, sag hallo. Ja, hallo. Ja, ich dachte, du fängst Ja, das kommt mit rein auf jeden Fall. Sag hallo, jetzt hallo. an. Das ist gut. Hallo, ich bin dumm. Nee. Boah. Boah. Ist okay. Naja. Du Nee, kannst ja komm. nachher mal gucken, wie du ein Bett findest. Was? Zerleg doch mal eins. Nee, ich nehme das einfach ins Inventar und leg mich das andere rein. Ja. Nee. Wäre lahm. Ey, jetzt muss ich hier tausendmal wegen dir laufen, ne, weil ich keinen Brunnen machen durfte. Ah, ich hab doch gesagt, kannst du einen machen. Ja, vergiss nicht. Ja. Ja. Kannst du trotzdem machen. Toll, danke. Jetzt will ich auch nicht mehr. Machen wir hier, wenn wir einen Balkon hin machen, den aus Holz oder aus Stein? Da würde ich eher Holz sagen. Oh, ich habe eine Idee. Scholz. Ja. Da habe ich noch eine mega fette Idee. Und Ja. zwar, du siehst mich Ich sehe leider dich. nicht. Doch, ich Kennst sehe du das dich. Lied von Save When I Do? Moment, ich muss den Timer nochmal neu starten. So. Welches Lied? Ich sehe dich nicht. Keine Ahnung, irgendwie sowas singt der da. Nee. Aber, was ich hier eigentlich sagen wollte, hier, die äußere Bahn, ne? Hier unten. Bleibt das die äußere, ja, ne? Das ist die Wandbahn quasi. Dann machen wir hier die eine dunkle, wo auch halt dann das Au. Fundament, ja, das andere Holz ist. Machen wir mit Baumstämmen. Ach, meinst du hier? Das Äußerste halt. Also da? Ja. Und dann lassen wir die immer, wenn wir das machen, wir dann auch nachher am Anfang vom Balkon. Und dann lassen wir die immer ein Holzding nach vorne und zur Seite so rausragen. Dann sieht das aus wie so Balken, die das halten. Okay, kannst du dann machen, gell? Ja, mache ich. Alles klar. Okay. Hier kommt jetzt lauter Baumstämme außen hin, oder was? Nee, siehst du nachher. Zeig das jetzt einmal gerade. Wir müssen eh schlafen gehen. Boah, hier ist Jiminy. Jiminy! So. So ein Sack, ey. Blöde Grillen, Mensch. Oh, Ja. Erster. Ich wollte dich fragen, wo du hin willst. Weißt du, ich wollte ein Gentleman sein, aber ist okay. Ja klar, und dann hätte ich gesagt, rechts, dann. Ja, wäre ich nach rechts gegangen, na klar. Ich bin ja eh hier immer re eher rechtsorientiert, ne? Ja, Ich wähle das jetzt auch wäre. morgen AfD, auf jeden Fall. Oh, nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Vorher gebe ich mir die Kugel, ey. So, pass auf. Ich zeig dir mal den krassen Style. Ja. Der ist schon cool, der Style, oder? Ich So, sehe pass noch gar auf. nichts. Ja, das war ja auch jetzt. Ach ja. Das war mein guter Sarrazin-Humor. So, einmal. Pass auf, und jetzt. Ups. Oh nein! Ah, fail. Ja, ich hab's einfach nicht drauf. So, pass auf, und jetzt. So. Ah, ich glaube, ich verstehe. Und dann kann man noch. So. Ja, finde ich gut. Wir können hier sogar noch eine Tür nach draußen machen. Ah, das ist ja super. Ja, geile Idee. Das ist echt Dann ist cool. es nämlich nicht hier so, dann können wir da einfach ein Fenster Zumachen. hin Ja, machen. Glas, Ne? Glasfassade. Ja, hier Glasfassade, kommt Ausblick, alles, was frei Sonnenaufgang. ist, ist Glas, genau. Ja. Ja, finde ich gut. Da können wir auch nachher noch so Laternen dran, gell? Können wir nachher Hab noch ich so dich Laternen. geschlagen? Ja, ich bin's ja gewohnt, Oh. von dir geschlagen zu werden. Also, da Sorry. können wir noch Laternen dranhängen, dann an die Enden und sowas. Das ist gut. Und je nachdem, wo du den Balkon hin haben willst, können wir das ja dann bis dahin noch verlängern und weiterziehen und so. Hast du noch mal was von dem Baumstamm? Weil dann können wir hier den noch hin machen, ne? An die Tür. Willst du hier so? Ja, aber Oder? andersrum. Wie? Ach so, willst du? Ah, so ein Balken, der da. Ja, ich wusste ja Ja, nicht, was du genau. meinst. So. Wie, du weißt es nicht. Ja, ausnahmsweise mal, sorry. So. Da Ja, ist doch unten ist cool. dann. Wir können dann Lagerhaus hier nach unten machen, würde ich sagen. Dann können wir auch vom Lagerhaus immer relativ schnell zum Garten. Hier zu dem anderen Garten, falls da mal einer sein sollte, nach rechts und hoch. Machen wir hier noch zwei Baumstämme hin. Oh, bitte. Ja, So. super. Geil, 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 geil. Das finde ich echt gut. Hier können wir sogar dann noch eine andere Wand reinhauen. Da müssen wir nicht unbedingt Holz nehmen. Habe ich auch schon überlegt eben. Ich würde dann hier für den Keller mehr so Stein nehmen vielleicht. Stein ist aber kalt. Ist ja noch gar nicht der Keller hier, ist ja das Ach Erdgeschoss. ja, stimmt. Der Keller kommt da.
Ja, Hier kann man noch dann. so schön irgendwie was Modernes so reinklatschen. So. Was ist denn in Minecraft modern? Ja, Marmor zum Beispiel. Marmor ist ja kein Stein. Marmor ist aber Marmor. Du hast doch Achso. gesagt, Schmalstein. Ja. Ich hab ja. Ja, weil Marmor Stein ist. Ach so, meinst du das? Ich dachte, Marmor gehört zur Kategorie Stein. ich dachte, du meinst jetzt wirklich den richtigen Stein. Du meinst so ein Den Cobblestone, oder? Stone. Ja, aber den Ja. richtigen. Ja, nee. Nee, nee. Alles Stein. Hier nämlich noch so eine Wand hinbauen. Ah, hier muss es eh noch lang gehen. Hier geht's dann runter. Guck mal, Treppen. Hier geht's dann Treppen für die runter. Deppen. Gut, dass du es jetzt noch so betont hast. Einfach. So, ich war Garten am machen. Ich gehe jetzt wieder So. hinten hinüber. Bleib schön. Ich habe jetzt meine Baumstamm-Ehre erfüllt und jetzt kann ich wieder abhauen. Wow. Hier mal Dank, mal wieder. Ja. Hä? Ach so, das wächst wieder zu, wenn ich nichts einpflanze, ne? Du hast Ja, jetzt blöd. quasi Hacker Umsonst verschwendet. gearbeitet. Ja. Ja, nicht alles, nur ein bisschen. So, dann fangen wir hier mal an. Oh. Hä? Ich gucke. Dann wird man Ich hier gucke. zubauen. Ich gucke, hä? Hier wird dann zugebaut. Das ist schon groß, ne? Was denn da oben? Das Haus an sich, ja. Ist doch geil. Ja. Wir Ich werden muss bestimmt viel Platz schnell hier schauen. brauchen. Ja. Brauche ja auch ein Wohnzimmer und so. Ja. So, hier Ja, kommt wir müssen ein ja auch Bett hin. abhängen. Oh, ups. Wir müssen ja auch abhängen können, so ein bisschen chillen. Ja. Nee, was Eine wir auf Folge jeden lang Fall. chillen. Genau, heute ist die Chill-Folge. Wir können ja auch eine Küche reinbauen, alles Vorratslager. Also da haben wir echt. Also Platz können wir, glaube ich, nicht genug haben. Ist halt nur immer viel zu putzen für dich als Frau. Ach Krieg ja. ich schon hin. Haben wir noch Gurken? Du doch wissen. Oben. Ja, kann ja sein, dass du noch welche mitgebracht hast hier. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Ja, habe ich mir fast gedacht. Während ich es gefragt habe, dachte ich mir, ach komm. Kriegst ja eh keine Gescheite an. Ja. Das ist Oakwood, das ist Birkenholz. Ja, das Schlafzimmer sollte ein bisschen abgetrennt sein, finde ich. Eigentlich nicht so offen. Ab jetzt kommt so ein Punkt, wo ich echt schlecht bin bei dem Gemüsekram. Und zwar ist jetzt natürlich die Frage. Ja. Was ist Gemüse, was ist Obst, was? Ja, genau. Weil bei Erdbeeren, da kann man sich da schon mal vertun. Ne, bei Tomaten. Aber wenn hier. Kommst du mit? Zufällig? Nein. Nein. Den musst du mir schon sagen, wenn ich mitkommen soll. Ja. Kommst du jetzt? Warte. Ja, warte, warte, eine Sekunde. Ich Okay. möchte nur das bisschen stellen. Die Nee, eigentlich brauchst du Betten. gar nicht. Eigentlich brauchst du gar nicht kommen. Wenn ich. Wir haben jetzt zum Beispiel nur eine Paprika. Wenn wir die jetzt einpflanzen und ernten, kriegen wir ja wieder mehr, logischerweise. Soll ich das jetzt so machen? Aber ich glaube, das wird dann vom Platz nicht passen, dass wir wirklich so viermal. Was habe ich hier überhaupt gemacht? Ne, warte, 1, 2, 3, 4, 5. Also eine Wasserseite nur für eine Sorte Gemüse nehmen, also dann nur für Gurken, nur für Paprika oder einfach dann nachher mischen? Nein, alles sortiert. Eine Oha. Seite voll. Ja, wir brauchen so viel. Wir brauchen das. Weißt du, wie groß der Garten dann wird bei dem Wir ganzen brauchen Gemüse? das. Ja, okay, vielleicht kannst du. Also eine Reihe halt für ein Gemüseding, ne? Ja, aber jetzt haben wir bei der Gurke zum Beispiel. Ach so, meinst du das? Du meinst eine Reihe, nicht dreimal, also, ne? Ja. Ach so, ja, gut. Jetzt habe ich wohl hinten die Gurken schon doppelt gepflanzt. Ja, dann musst du nochmal rausholen. Ach, du bist doch echt anstrengend, ey. Hammerhart. So. Wie kann ich ihn? So. Wir haben kaum mehr Birkenholz. Das ist nicht so gut. Nee. Geil ist anders. Ja. Jetzt habe Hier ich muss auch noch Gurkensamen. zu. Ja, die kannst du auch einpflanzen. Ja, aber die Nur kann nicht ich ja jetzt nicht essen. einpflanzen. Die kann ich ja jetzt nicht einpflanzen, weil da ist ja jetzt gerade nicht. Muss ich ja aufheben für die Paprika den Platz. Ja, aber du kannst sie doch vorne dran pflanzen. Das ist ja Willst du noch genug mich. Platz.
So, komm jetzt mal hier hin. Also. Was ich meinte eben. Ui. Du siehst ja jetzt rechts die Gurke. Ja. Ach so, hier ist alles voll. Okay, ja, das ist jetzt eine Gurke, genau. Jetzt können wir hier in der Mitte natürlich sagen, da kommen jetzt Paprika hier rein. Da habe ich jetzt nur eine, da kommt erst nur eine rein. Wenn wir pflanzen, kommen die anderen hinten dran. Ja, ich dachte, wir hätten weniger Gurke und Gurke wäre hier, weil das Fahrrad, weil das Ding hier habe ich nicht gesehen, ob hier noch was ist. Aber ja, dann können wir die nicht einpflanzen, dann kann man die essen. Warte. Ja, genau. Aber die Samen jetzt halt nicht, dann müssen wir nachher, wenn wir ernten, die Gurken essen, die Samen pflanzen. So, gut, ja, alles klar. Genau. Genau. Ein Birkenholz. Ups, jetzt habe ich angefangen, die zu essen. Oh. Gurke oder? Nee, eine Zucchini. Aber ich habe sie noch eingepflanzt vorher. Winterkürbis ist auch Gemüse, ne? Ja, ja, klar. Kürbis. Ich habe ja noch ein bisschen was zu essen dabei. Ups. Mhm. Apropos, ich ziehe mir jetzt erstmal die zwei Kürbisse hier rein. Sonst bin ich gleich wieder am Starven. So. Da ist das. Das ist die Geschichte. Ich glaube, hier muss noch ein bisschen zu. Das wird ein fein sortierter Garten, ich sag's dir. Ja, das ist doch super, oder? Ja, ich feier das. Ich stehe auf Ordnung, ey. So, das war. Das finde ich super. Bambus kann man auch einfach so in die Erde hauen. Ja. Okay. Oh, die Musik ist gerade sehr entspannt. Da komme ich direkt runter. Das ist jetzt gerade die typische Minecraft-Musik, gell? Ja, schon. Aber das beruhigt mich echt ungemein. Na? Ich habe ja früher, als ich Minecraft gespielt habe, immer so Udo Jürgens und so ein Kram gehört. Was? Und immer, immer wieder geht die Sonne auf. Dein Ernst? Ja. Kommst du noch klar? Ja. Nee. War lustig. Der Zug ist durch. Der ist lange durch. Echt. Krass, Udo Jürgens. Ich habe Schüssel gemacht. Ja. Ein Schüssel? Ah, cool. Aber den brauchen wir doch jetzt noch gar nicht. Und relax, ne? Wenn du was gesagt hast. Nee. Mann, ich höre dich gar nicht. Ja. Dann sind die Vibes gestört. Ja. Also sind wir schon wieder auf Sendung hier? Mhm. Oh, krass, ja gut. Ja, muss mir ja sagen. Ja, wir können jetzt erstmal schlafen gehen, weil dunkel. Ich kann erstmal den Timer wieder anmachen, weil benötigt. Ah nee, der läuft. Okay, der läuft. Okay. Ah, du hast ein Schlafzimmer gemacht mit Tomaten an den Wänden? Nein, Fuck. Das sind Lampignons. Also so. Ach, krass. Hast du die geschisselt? Ja, ich habe Schüssel gemacht. Boah. Ah ja, genau, da wollte ich eben noch einen Witz zu machen. Hau raus. Ob du es immer auch sagst, wenn du auf dem Klo war. Ich habe ein Schüssel gemacht. Weißt du? Auf den Mund, Mama. Das hat geleckt. Also. Oh, Mama, ich bin fertig. Ich habe ein Schüssel gemacht. Schüssel, ja. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ey, ich habe echt keine Ahnung, was das... Was? Ah, die habe ich schon gefällt. Ich habe echt keine Ahnung, was das ist mit diesen komischen Lecks, ne? Das habe ich sonst auch nicht. Ja, müssen wir nach der Aufnahme irgendwie nochmal gucken. Ja, ihr müsst jetzt damit leben, dass ich manchmal einfach scheiße bin. Ja, bei mir nicht da ist. Bist. Hä? Jetzt haben wir dich nicht gehört. Nee, was du gesagt hast. Was ich gesagt habe? Ja! Ah ja, ich habe gesagt, dann müssen wir jetzt halt mit leben, dass man auf meinem Channel nicht immer hört, was du sagst. Muss man das interessiert dir dann doch eh keinen. Denkst du? Ja. Ist ja nicht so, als hätten wir fast dieselbe Community. Nein. Aber generell zur Info ist das vielleicht auch mal ganz zu wissen. Ich habe nämlich, ganz gut zu wissen, ich habe nämlich gesehen, hört man mich normal, ja? Mhm. Gott sei Dank. Dass du mich da rechts in diese Seite reingepackt hast, ne? Ja. Ja, und dann war ich letzte Nacht so lieb und hab das natürlich auch gemacht. Oh. Also, wenn ihr unsere Minecraft-Sponsorin mal sucht, die ist ganz leicht zu finden rechts. Mhm. Ja, ich werde dich, ich meine, gut, du bist auch bei mir rechts in der Leiste, aber ich denke, ich werde auch einen Kanal-Link in die Videobeschreibung packen. Nee, das mache ich nicht, das ist mir zu viel. Das ist... So viel Fame hast du nicht verdient, einfach. Weißt du. Ja, ich mach das.
Ja, ich mach das auch, Mann. Ach, schon nett. Oh Ja. Mann, die Decke ist so hoch, ich kann da nicht bauen in der Höhe. Muss ich mir Ein mit Hocker. Dirt, mit Bah, willst du das Dreck, muss echt? ich mir. Ich wollte gerade sagen, willst du jetzt echt Dreck in unsere Wohnung holen, ja? Reicht das nicht, dass du da bist? Ja. Nein. Reicht noch nicht. Das reicht uns doch nicht. Boah, hast du How I Met Your Mother geguckt? Irgendwie mal zufällig. Nee, nur die erste Folge. Dann Genau habe wie ich bei Breaking aufgehört. Bad. Weißt du, hast du Breaking Bad geguckt? Ja, nur ein bisschen von der ersten Staffel, weil es zu langweilig. Ja. Du musst aber bedenken, Breaking Bad hat eine Formkurve. Die ersten beiden Staffeln ist das so, ne? Und dann auf einmal, boom! Ja, ich weiß nicht, ist irgendwie, weißt du, ich mag lieber so Serien wie zum Beispiel Community oder Was? so in die Was? Richtung so. So, Ich kenne ich das mag nicht. halt, Was ist das? Community ist super witzig. Also ich denke, wenn ich so witzig wäre, dann findest du es erst recht witzig. Die ersten drei Folgen sind so ein bisschen so, mein Gott, meint das ernst? Das ist irgendwie gar nicht witzig. Ist so eine Comedy-Serie. Es geht ums Community College, wo so ein paar, die haben halt alle Klischees rausgeholt, ne? Eine Mutter, die, ah nee, keine Mutter, ist jetzt eine Mutter, weiß nicht. Eine, die mit ihrem Mann dann zusammen ist, die dort studiert. Ein Typ, der einfach nicht akzeptieren kann, dass er älter wird, der dort studiert. Ein alter Opa, dann so voll der Nerd und So so wie ein. wir. Ja. Ja. Ja, kommt dann noch so ein Alles Ja. zusammen. Alt und jung. Ja, ist auf jeden Fall super witzig. So. Kennst du Life in Pieces? Nee. Auch Ich bin witzig. Banause. Ach so, ja, Serien. Nee, ist auch eine witzige Serie. Sowas mag ich lieber. Aber so richtig ernst. Also ich schaue gern Game of Thrones und American Horror Story und Penny Dreadful und so ein Kram, was ja auch ein bisschen ernster ist, aber so. Boah, The Fosters zum Beispiel ist bei mir schon ganz hart an der Grenze. Das gucke ich noch gerne, aber es ist mir schon ein bisschen zu viel Drama ohne Comedy. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Man hat halt nicht mal diesen Schmunzler zwischendurch. Ja, und das ist mir dann zu ernst. Und so wie bei, deswegen mag ich kein Breaking Bad und auch kein Dexter zum Beispiel. Ja, dann kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, wenigstens. Aber Game of Thrones, was mache ich hier gerade? Warte. So, so, Ja. so, so, so. Das ist halt. Das ist ja ein ganz anderer Content, den man da auch liefert und erwartet, ne? Wenn man so bedenkt, Als. ja, als viele andere Serien. Ach so. Ja, weil ich kenne kaum eine Serie, wo so viel gevögelt und getötet wird wie da. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, ja, dann erwartet man das und am Anfang ist es eher so, Ja, und was? dann Es ist achtest so, du gar nicht mehr drauf ja, da irgendwann, ist es ne? einfach normal. Auch wieder Blut, auch ja, wieder Titten, auch cool. So. Ja, das muss ich auch sagen, das ist das Einzige, was, das gehört halt zu Game of Thrones dazu, aber ich finde auch Serien cool, die dann nicht so explizit sind, sondern mehr so auf ihren, ja, oh, das geht nicht. ja, muss ich auch sagen. Zum Beispiel, ich weiß die noch, die Battlestar Galactica, kennst du die Serie? Nee, nicht vom, nur vom Hören so. Ja, das finde ich, ist eine sehr gute Serie, die zeigt, dass man auch ohne so explizit auf irgendwas einzugehen, richtig guten Inhalt liefern kann, und zwar auch spannenden Inhalt. Echt? Ja, echt. Nee, ist echt voll gut. Echt? Ich meine, ich finde Game of Thrones super. Ich finde es klasse. Aber es ist halt auch nicht jedermanns Sache, ne? Nee, man braucht auch mal Abwechslung zwischendurch, ne? Ja. Ich Aber finde, ich die weiß nicht Schauspieler zum. sind sehr gut gewesen. Ja, findest du? Also Bin ich finde ich? Daenerys Targaryen auch sehr gut gewählt, auf jeden Fall. Meint jetzt mehr so Joffrey und Co. Doch, Joffrey ist echt ein guter Schauspieler. Ne, warte Und mal, der wer ist das? Ramsay. Warte mal, meinst du jetzt? Ich meine den kleinen Finger. Ah! Ja. Ihhh! Oh, die schlimmste und widerlichste Szene war einfach mit ihm, ne? In Welche der denn? ganzen Serie. Ich weiß jetzt, ich will jetzt keinen Spoiler, ne? Ach, da haben sie Pech gehabt. Erzähl mir jetzt, was du meinst. Wo er die Sansa geküsst hat. Oh, Ach so, da ja. haben sich mir die Zehennägel hochgerollt. Ich fand das so widerlich. Oh, so ein kleiner Pädobär, ey. Aber der ist ein verdammt guter Schauspieler. Ja. Der war ja auch bei Sing Street mitgespielt. Kennst du den Film? Nee, aber der hat schon bei viel mitgespielt, das weiß ich. Bei was? Ach Bei so, bei viel. viel. Ja.
Ja, der ist halt echt. Deswegen, der Schauspieler, der ist halt deshalb. Also, ich meine, das ist ja ein Zeichen dafür, dass er gut ist, wenn ich da jetzt stehe und sage, ih, voll widerlich, und das auf den Schauspieler projiziere, weil das, dann war er gut, hat er die Rolle gut gefüllt. Eben, dann hat das komplett ausgefüllt. Wie die Sansa bestimmt auch. Wie ekelhaft. Ja. Leicht. Ja. Dezent, ja. Ja, aber ist. Also, ich feiere den als Schauspieler auf jeden Fall mega. Finde ich gut. Ja. Ich finde halt, deswegen, Joffrey und Ramsay, das sind auch so zwei Charaktere, die hast du einfach, wenn du die Schauspieler siehst, du denkst direkt, oh, aber ist ja echt. Also, den ich wirklich hasse, das ist der kleine König. Der kleine König. Der kleine blonde Spasti da, den dir das schlagen will. Ist das Joffrey? Nee. Der ist doch schon tot. Ja, das sind doch alle schon tot. Ah, siehst du willst keinen spoilern, ne? Ich dachte, du hast schon alles gesehen. Nee, ich hab ja alles, ich hab alles gesehen, aber, ja, ich meine, hier der kleine Hurensohn-König, es gibt doch nur einen richtigen Hurensohn-König, Mann. Das ist Joffrey. Das ist Joffrey, der vergiftet wird und so. Ja, ne? Ja, genau, ja, 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 ja. Das will ich eigentlich die ganze Zeit machen. Aber, der kann jetzt auch nur noch sehr wenige andere Rollen annehmen, weil der übelst gehatet wird von allen Menschen. Ja. Das ist schon krass. Ja, das sind halt. Der hat halt so. Das sind halt die Leute, die damit bekannt wurden, mit dieser Rolle, und die verbindest du auch immer mit dieser Rolle. So ein bisschen wie, Scheiße, scheiße, ich sterbe, Harry, ich sterbe, Potter. was kann ich essen, was hat der... Warte, ich geb dir was. Hier, ist, da, dreh dich um. Oh, oh nein, du hast es eingesammelt. Hier, nimm doch. Jetzt, ja. Ja, oh Gott sei Dank. Ja, ich hab grad noch eine Aubergine schnell hier, eine Aubergine. Ah. Habe ich mir noch schnell reingezogen. Guck mal, hier ist ja auch eine Höhle. Hier ist Lava. Oh. Gut, wenn wir Obsidian brauchen. Mhm. Ah nee, hier war ich nur schon mal. Von einer anderen Seite oder so. Das ist kein Lava, das war eine Fackel. Haha, du Affe, ey. Aber ich meine, auf der einen Seite ist das ja geil, dass der Joffrey die Rolle wirklich so mega gut gemacht hat. Auf der anderen Seite ist es halt auch mega traurig, dass er jetzt so wirklich persönlich als Mensch gehasst wird, wofür er ja gar nichts kann und deshalb auch so mega eingeschränkt ist in seiner Wahl jetzt, von dem was er noch spielen kann überhaupt. Gut. Nicht jeder kann jeden leiden, also ist alles normal. Nee, da ist das schon so mit Morddrohungen und so. Ja, aber das haben ja... Also, ist er ja selber schuld, hätte er nicht spielen müssen. Ja, also es gibt halt Leute, die sind zu blöd, um zu differenzieren, dass es sein Beruf ist. Dass Game of Thrones nicht die wirkliche Welt ist. So zum Beispiel. Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass Minecraft nicht die wirkliche Welt ist, oder? Nee, das ist die wirkliche Welt. Gott sei Dank, ey. Ich brauche hier doch nicht für nix, ey. Ich hatte jetzt schon Angst, wirklich. Stell mal vor. Ich doch nicht. Meine ganze Welt wäre in sich zusammengefallen. Ja. Boah, weißt du, wer auch in sich zusammenfällt? Nee. Oh, du kriegst das nie hin, ne? Am Ende der Folge. Sag mal, was ist das für ein Übergang? Das passt ja überhaupt. Klar, die Folge fällt in sich zusammen. Die ist jetzt vorbei. Ah, okay, beim nächsten Mal aber. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.